Buongiorno, 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 meine Freunde. Guten Morgen, Schalker-Freunde. Ja, hier ist der Schalker wieder. Ja. Atalanta Bergamo an Harit interessiert. Gespräche angeblich laufen schon. Stand gestern in der Zeitung, in den Nachrichten. Und sogar der Transferexperte in Italien, Gianluca Di Marzio, sagt, es geht um die Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen. Ja, Gianluca Di Marzio ist ein Transferexperte in Italien. Immer wenn der über einen Transfer redet, ist er zu 90% steht das immer fest. Er hatte über McKennie auch geredet, wo hier noch nichts drüber geredet worden ist. Und bumm, wo war McKennie? Bei Juventus Turin. Und jetzt mal ehrlich, wenn Harit geht, ist das so ein kleiner Verlust für mich. Er ist ein genialer Kicker, brauchen wir gar nicht reden, aber wir wissen, wie der letzte Zeit drauf ist, auch in den Vorbereitungsspielen. Der hat mir hat er das Gefühl gegeben, wenn ich die Vorbereitungsspiele gesehen habe, dass er keinen Bock mehr hat. Der hat keine Lust. Das Auftreten und auch schon, wenn man liest, in der Kabine hat er da zu manchen Spielern gesagt, er möchte wechseln. Ich bin ehrlich. Wenn einer keinen Bock hat auf unseren geilen Verein, dann soll er gehen. Dann soll er gehen. Weil wenn wir Harit verlieren, haben wir den Bostogan, den Marc Uth, was er wirklich eine geile Vorbereitung bisher gezockt hat. Deswegen werde ich den Harit, bin ich ehrlich, dann nicht mehr vermissen. Der hat ein Jahr top unter Tedesco gespielt. Ein halbes Jahr hat er auch gut gespielt unter Wagner, wo wir alle noch gut waren. Aber im Endeffekt, wenn wir so überlegen, war der danach schlecht? Ist so, war der schlecht? Ein Jahr hat er ganz Katastrophe gespielt und jetzt in der Rückrunde war ja die ganze Mannschaft scheiße, aber er war auch schlecht. Deswegen, ich bin ehrlich, ist der für mich kein Riesenverlust. Wenn wir die 25 Millionen kriegen, soll Schalke die annehmen und tschüss, Harit. Danke, dass du dann für Schalke gespielt hast. Aber für mich ist das jetzt kein Riesenverlust. Aber wenn er keinen Bock hat auf Schalke, dann... Das hat man in der Vorbereitung gesehen. Ich bin ehrlich, ich habe ja ihn auch beobachtet. Ich habe gemerkt, er hat gar keine Lust. Und wenn wirklich Atalanta Bergamo 25 Millionen auf den Tisch haut, würde ich den verkaufen. Bin ich ehrlich. Ja, meine Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr? Würdet ihr den Harit verkaufen oder lieber behalten? Bin gespannt auf eure Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Lasst mir ein kleines Abo da. Die Glocke aktivieren. Ding, ding, ding. Damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ich ein Video mache. Oder teilen, wenn es euch gefällt. Oder lasst mir ein Like. So, das war's, meine Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schalker.